Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Viva 2. Schön, dass ihr uns wieder gefunden habt und uns anschaut. Ich habe heute Häuser aus der DDR mitgebracht. Wir hatten ja diese Industriemehrzweckhallen, hatten wir ja schon in dem Mod vorgestellt. Und jetzt haben wir ein Pack, da sind 6 Farben Häuser drin von Jeremy Mux. Auch im Transport Viva Net erschienen. Der Link ist unter der Videobeschreibung. Dann lasst uns mal anfangen. So, in eigener Sache, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann drückt doch bitte auf die Glocke. Lasst einen Kommentar da. Im positiven oder im negativen Sinne, wie ihr das möchtet. Und einen Daumen, wenn ihr möchtet, auch. Ich beantworte alle Fragen oder alle Kommentare. Es kann schon mal 1-2 Tage dauern. So, jetzt wollen wir mal anfangen mit dem Mod hier, mit den Wohnhäusern. So, das wäre Nummer 1. Nummer 2. Immer mit Briefkästen davor. Nummer 3. Nummer 4 sind immer andere Farbgebungen. So. Nummer 5. Und Nummer 6. So, das wären die Häuser. 6 Stück, 6 verschiedene Farben. Und zwar sind die, wie gesagt, von Jeremy Mux. Und der Videolink steht hier drunter. So, lass uns mal die Häuser gucken. So, hier schön mit... der Hinweis machen wir mal weg. Hier mit den Briefkästen. Eingang, hier schön die Balkons zu sehen. Hier auf allen 4 Seiten sind die Balkons. Zu jeder Wohnung gibt es einen Balkon. So, ja. Das ist hier... Ja, das sieht aus wie gefliest hier. Ja, das soll wohl Fliesen sein. Hier haben wir das gleiche Haus. Ein bisschen andere Farbe. Aber auch die Briefkästen davor. Also es ist das gleiche Gebäude, nur eine andere Farbgebung. Hier sind es Fliesen. Hier sind es also auch Fliesen und braun gestrichen. So, hier Beton. Ja, wir können es auch von hinten gucken. Sie sehen alle gleich aus. Ist egal, von welcher Seite wir gucken. Es sind 4 Seiten mit 4 Balkons. Und ich nehme an, dass immer ein hier Fenster und Balkon zusammengehören. Und hier dasselbe. So, das werden immer dann so hier so Wohnungen sein. Entschuldigung. Ich habe einen leichten Schnupfen. Hier haben wir dasselbe. Ja, auch mit Fliesen und Betonplatten. So mit, Beton ist das nicht, nee, Waschbeton. Ist das Waschbeton, wo die Steine so ein bisschen mit eingeflossen sind oder Steine mit drin sind? Ich weiß es jetzt gar nicht. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben. So, hier ist es jetzt praktisch einfarbig, beides hier, diese Betonflächen, die, ich glaube, es heißt, ich weiß es gar nicht, das sind diese Betonplatten. So, hier haben wir das auch, aber auch in 2 Farben, hier in diesem gräulichen Beige und bräunlich, auch am Balkon. Hier haben wir dasselbe, hier haben wir nur in Grün und dieses gräuliche und nochmal Grün. Ja, die Gardinen sind auch alle ein bisschen anders, wenn er jetzt hier auf den Balkon guckt. Hier die ersten 3 Etagen. Gehen wir mal hier rüber. Ja gut, da könnte es mit den Gardinen passen. Ja gut, die Gardinen sind, glaube ich, doch alle gleich. Ja, doch, sieht so aus. So, dann haben wir hier eins. Auch in diesem gräulichen, ich sage einfach mal Waschbeton dazu. Briefkästen davor, Eingang. Und die Balkons und die eine Seitenfläche so ein bisschen bläulich verputzt. So, und das wären praktisch diese 6 Farben. Also die Häuser kann man gut in die Stadt integrieren. Ich würde sie vielleicht
ein bisschen schräg stellen oder ein bisschen mehr Platz auseinander machen, damit die Leute sich nicht, aber gut, die Balkons sind ja immer ein bisschen versetzt. Aber ich würde halt das vielleicht ein bisschen anders setzen. So, wie gesagt, nachträglich kann man nichts machen bei den Teilen. Man kann auch keine Leute oder Bewohner eingeben hier. Das funktioniert leider auch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme, wenn man jetzt sagen könnte, da sind Sims drin. Geht aber leider nicht, aber kann man halt nichts machen. So, es ist halt auch nur eine kurze Mod-Vorstellung, aber die Häuser wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Sie sehen super schick aus und ja, machen sich gar nicht schlecht in so einem Neubaugebiet. So, in diesem Sinne, mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald. Hoffentlich sehen wir uns sehr schnell wieder. Bis bald, euer Donny.